Sonntagabend, Rumänien gegen Deutschland. Wir hören einmal in die Hymnen rein. Schauen wir auf die Aufstellung bei diesem Duell. Rumänien konnte mit ähnlicher Formation und fast der identischen Aufstellung 3:2 gegen Nordmazedonien gewinnen. Gleichzeitig der Sieg von Deutschland über Island mit 3:0. Das war sicherlich noch etwas aussagekräftiger. Trotzdem geht es auch hier wieder darum, für die deutsche Nationalmannschaft die Favoritenrolle anzunehmen, damit professionell umzugehen und letztendlich die 3 Punkte in dieser Gruppenphase zu holen. Denn wenn alles nach Plan läuft, ist das hier der nächste Dreier, den man sich gegen Island schon vorher holte. So geht's in die Partie. Auch das kennen wir vom Spiel gegen Island. Also weder bei Rumänien noch bei Deutschland ganz große Überraschungen, was die Aufstellung anging. Warum sollten sie auch wechseln? Vor allem bei Deutschland lief es ja wirklich ziemlich glatt. Die Gäste in den grünen Trikots von rechts nach links im ersten Durchgang mit viel Ballbesitz. Das war zu erwarten. Rumänien erstmal defensiv gefordert. Es ging nämlich gut los für Deutschland. Gnabry mit der Hacke zu Gündogan. Der schießt auch ein, aber der zentrale Mittelfeldmann steht minimal im Abseits. Und zentraler Mittelfeldmann, so kann man ihn eigentlich kaum noch bezeichnen, was der mittlerweile bei Manchester City auch und hier in der Nationalmannschaft für Strafraumaktion hat. Das ist wirklich allerhand für einen Mittelfeldspieler nicht selbstverständlich. Aber das konnte man hier vor allem wirklich gut sehen. Es gab kaum eine Verteidigung. Kimmich griff mit an, spielte zu Havertz. 6. Minute, 1:0 für Deutschland. Auch zu dem Zeitpunkt schon die verdiente Führung. Dann gibt es noch ein kleines Tänzchen. Emre Can hat auf sowas keine Lust, drückt ihn runter auf den Boden. 1:0, also früh in der Partie, auch gegen Island, war es ein früher Treffer, der die ganze Spur so richtig erstmal frei machte für Deutschland. Dann konnten sie ganz gemächlich durchrollen. Rumänien also früh unter Druck und früh gefordert. Sie versuchten sich nach vorne, es ging schnell in die andere Richtung. Serge Gnabry zu Kai Havertz, der sieht Serge Gnabry, läuft durch, hält den Kopf rein, 10 Minuten gespielt, 2:0 gegen Island hatte es 7 Minuten gedauert, dort Goretzka und Havertz die Torschützen, jetzt waren es eben 10 Minuten, dürfte Joachim Löw nicht wirklich stören. Gnabry merkt, dass der rumänische Keeper zu weit vor seinem Kasten steht, er kommt da raus, aber auch nur so halbgar, also entweder oder, das hier war eben nur so ein Mittelding und dementsprechend das 2:0 für Deutschland. Diese Souveränität, man hatte sie lange nicht mehr gesehen in dieser Art und Weise. Sie kommt so langsam zurück und dass sich die Bayern-Spieler sowieso blind verstehen, ist klar. Leroy Sané bekommt den Ball von Serge Gnabry aufgelegt. Der hält dann nur noch den Fuß rein, Sané, und trifft zum 3:0. Das war schon die Entscheidung in dieser Partie. So viel kann man sagen, dass Rumänien hier nicht noch komplett das Spiel rumreißt. Das war schon ziemlich deutlich zu sehen, weil eben auch keine spielerischen Ansätze da waren, wie man nach vorne Torgefahr hätte erzeugen können. Ja, Deutschland hat gegen Schweden mal 4:4 gespielt nach einer 4:0-Führung, aber ganz ehrlich, das war hier überhaupt nicht ein Spiel dieser Art. Trotzdem, in der 39. Minute gab es dann mal eine Tormöglichkeit. Puskas in der Mittelstürmerrolle bekam nicht wirklich viel zu tun da vorne. Dann schnappt er sich selber mal den Ball. Immerhin ein Abschluss. Das konnte man den Rumänen auf keinen Fall absprechen. Sie versuchten es
waren aber dann in den entscheidenden Zweikämpfen auch meistens qualitativ unterlegen. Und Deutschland gab auch nicht nach. Leroy Sané mit der Hacke zu Gündogan. Nächster Versuch, 45. Minute. Für ihn wollte es mit dem Treffer heute noch nicht klappen. Er erzielte das 3-0 unter der Woche. Hier trifft er nur das Außennetz. Und Jogi Löw, er war engagiert. Hatte man auch so lange Zeit nicht mehr gesehen. Ohne alles schönreden zu wollen, es scheint jetzt so langsam wieder aufwärts zu gehen bei der deutschen Nationalmannschaft. 3-0 zur Pause gegen Rumänien, das war auf jeden Fall mal eine Ansage. 10 Minuten gespielt im zweiten Durchgang, dann mal Rumänien. Meistens dann auch Puskás, der was erzeugte. 56. Minute, der Kopfball ist ganz gut gesetzt. Neuer ein Ticken zu weit vor seinem Kasten, aber merkt er dann auch, geht dann schnell zurück und wischt den Ball über die Latte. Knapp über eine Stunde gespielt. Deutschland brauchte ein wenig, um sich in den zweiten Durchgang hineinzufinden. Das 3-0 war eben schon ein Ruhepolster. Die Konzentration nicht mehr ganz so hoch. Aber die Qualität nach vorne unbestritten. 64. Minute, Leon Goretzka. Die allerletzten Zweifel, sie wurden hiermit weggewischt. Das war definitiv das Spiel der Deutschen. Gnabry, Goretzka, die nächste Bayern-Kombination. Und nach Standardsituationen, da hatte es bislang noch nicht ganz so gut geklappt. Bis jetzt, bis Kai Havertz in der 73. Minute dann doch noch einen hat. 0-5. Deutliche Ansage. Man kann sich nur wiederholen, denn dieses Spiel, es hatte einige Geschichten zu schreiben, die sich auch wiederholten. Es war Kai Havertz, der nächste Treffer, Marin auf der Linie, ist sogar noch dran, kann den Ball aber nicht mehr vor dem Einschlag retten. Doch der Ehrentreffer lag so ein bisschen in der Luft, wieder Puskás mit der Hacke, diesmal aber nicht er der Abschlussspieler, sondern nur in der vorlagengebenden Rolle. Doch wenn Rumänien dann mal in diese Position kam, stand eben auch ein Manuel Neuer zwischen den Pfosten, der das 1-5 verhinderte. Er gönnte Rumänien diesen Treffer einfach nicht und vor allem will er auch mit der weißen Weste in der WM-Qualifikation weiterhin spielen. Irgendwann musste es aber doch eigentlich das Tor sein. Nein, es war wieder eine super Parade von Manuel Neuer. Er ist eigentlich schon in die falsche Ecke unterwegs. Und dann trotzdem nochmal die Hand da ausgefahren. Unglaublich, diese Parade, sie ist einfach schön anzuschauen. Rumänien mit der letzten Kraft und Puskás vorgelegt, wieder vorgelegt, Götze wieder selber abgeschlossen, aber das gibt es einfach nicht. Der Ball wollte nicht über die Linie. Wenn ein Tor mal verhext war, dann war es heute das von Manuel Neuer, diesmal Matthias Ginter mit der Fußspitze in der Gefahrenzone. 0-5, ein heftiges Ergebnis. Nach vorne war bei Deutschland alles top. Defensiv ein, zwei Schwächen, aber dann hat man eben auch den weltbesten Torwart da hinten drin. Und so spielt man dann auch zu 0. Klare Situation, 5-0 für Deutschland in Rumänien.